Freiwillig gibt es die Fortschritte zu verfolgen, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte das Ineinandergreifen von Wissenschaft und Technik erzielt. So waren unter anderem die Zeitsprache des Telegrafen durch die Hörbare des Telefons ersetzt. Und nun gelang es auch, die Phonographen gesprochene Worte bleiben festzuhalten. Und sie selbst nach vielen Jahren späteren Geschlechtern wieder fortzuführen. Wohl sind die Konstruktionsschwierigkeiten des letzten Apparates noch nicht vollständig überwunden. Doch wird es selbst ungeachtet von Interesse sein, auch in dieser nicht ganz vollkommenen Weise die Stimmen hervorragender Persönlichkeiten aus früheren Zeiten zu vernehmen, in deren Klang und Tonfall sowie die Art des Sprechens gewissermaßen als historisches Dokument aufbewahrt zu erhalten. Ähnlich wie in anderen Dingen, Daten und Porträte es bisher war und wenn die Höhere, die Akademie der Wissenschaften, jetzt daran geht, sämtliche Sprachen und Dialekte unseres Vaterlandes chronografisieren, so ist das eine Arbeit, die sich in der Zukunft sicherlich lohnen wird. Ich habe mich sehr gefreut, auf Wunsch der Akademie der Wissenschaften meine Stimme in den Apparat hineinzusprechen und die Welt dadurch der Sammlung einzuverleihen.